Hallo, wir fahren in den Urlaub. Das Ganze sieht in etwa so aus und braucht, naja, 11,5 Stunden, wenn man keinen Stau hat und keine Pause macht. Und dafür wollen wir jetzt mal packen. Der Hund, weil er so wahnsinnig aufgeregt ist, wenn man hier ständig hin und her läuft und damit er einfach mal zur Ruhe kommt, kriegt seine Auszeit gerade in der Box. Was nehmen wir also auf diese Reise mit? Wir haben hier ein zusammenfaltbares Schlafzimmer für Cornen, also so eine Box. Die kann man oben aufmachen, die kann man an der Längs- und an der Schmalseite aufmachen. Da sind extra noch so ein paar Beutelchen dabei, die ist ziemlich cool. Außerdem da drin ist zwar eigentlich auch so ein Lammfell-Imitat-Decke. Ich habe einfach mal noch eine mit dazu genommen, die ist einfach ein bisschen kuscheliger. Sein Lieblingsspielzeug für den Fall, dass wir es da brauchen, ein Maulkorb, denn wir fahren nämlich auch mit der Gondel. Außerdem haben wir seine Leine mit Mark und dem ganzen Kram, zwei kleinere Dummies, ja, Kotbeutel und ein bisschen was zu trainieren, nämlich eine Pfeife und hier so ein tolles Dummy-Übungskartenset. Mal abgesehen davon vielleicht von ein paar Büchern. Außerdem nehmen wir natürlich auch sein Futter mit und das nicht zu knapp, ja. Also das ist sozusagen seine Futterration für die Zeit. Wir haben hier auf jeden Fall eine Trinkflasche für unterwegs, auch fürs Auto schon. Wir haben hier so ein paar Knabberstangen und Würstchen. Ich habe hier so zusammenfaltbare Näpfe, zwei Stück, und sein normales Standardfutter für eine Woche. Was natürlich auch nicht fehlen darf, das ist Conans Heimtierausweis, Pet Passport. Denn da stehen nämlich auch seine ganzen Impfungen drin. Denn wir wollen von Deutschland ein kleines Stückchen durch Österreich, letzten Endes in die Schweiz. Und da ist eine Tollwutschutzimpfung vorgeschrieben. Conan hat die natürlich, die muss man, ich glaube, alle 2 oder 3 Jahre oder irgendwie so muss man die wohl erneuern. Ich glaube, er bekommt die nächste. Im Juni ist sie wieder fällig. Wir sind aber jetzt hier Ende Mai da und wir sind auch vor Juni wieder zurück. Das sollte also auf jeden Fall passen. Wir sind da. Die erste morgendliche Gassi-Runde von 2 Stunden haben wir tatsächlich schon gemacht. Und zwar sind wir hier aus unserem Hotel raus, da hinten den Weg hoch bis da zu diesen Schneefeldern, haben uns die angeguckt, sind dann hinten über die Hügelkuppe wieder zurück. Da gibt es einen schönen See, haben dann eine Runde rumgemacht. Es ist auf jeden Fall traumhaft. Ich war noch nie in den Bergen im Sommer. Immer nur, wenn Schnee liegt. Ich muss sagen, im Sommer gefällt es mir ehrlich gesagt deutlich besser. Wir haben von hier aus sogar den Blick auf das berühmte Matterhorn. Kriegen wir den hin? Zwischen diesen beiden Berggipfeln, die man jetzt sieht, liegt dahinter das Matterhorn. Also ich kann es mit bloßen Augen sehen. Vielleicht sieht man es von hier aus nicht. Aber es ist da. Der Toblerone-Berg könnte man auch sagen. Ja, so sieht das hier aus. Hier fahren keine Autos. Das ist super. Höchstens Elektroautos, Elektrofahrräder. Und man kommt auch nur mit der Seilbahn hier hoch. Das haben wir ja gestern gemacht. Ja, und wir werden jetzt hier eine Woche lang die Umgebung unsicher machen. Uns sind auch schon die ersten Murmeltiere begegnet, die natürlich sofort irgendwie Panikrufe ausgebrochen sind, als sie den Hund gesehen haben. Aber warum? Er ist doch so süß. Wir sind auf unserer zweiten morgendlichen Gassi-Runde. Unser Hotel kann man da hinten hinter dem Willkommensschild sehen. Ja, dann geht es hier ein paar Meter bergauf. Und dann sind wir schon oben in den Bergen. An der Schneegrenze. Das hier sind die letzten Bäume, die man sieht. Wenn man an denen vorbei ist, dann wächst auch kein Baum mehr. So weit oben sind wir. Conan genießt es sichtlich. Er rennt hier eigentlich zu 90% ohne Leine rum. Nur im Hotel müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn da weiß er ganz genau, wo die Küche ist und wie und wo man sich da an was bedienen kann. Deswegen muss er da leider an die Leine. Tschüss mit Aussicht. Conan genießt seinen Urlaub.
sind von unserer ersten Bergtour zurück. Das war auch ganz schön heiß. Hätte ich nie gedacht, dass, obwohl Schnee liegt, dass mindestens 30 Grad sind. Das ist echt faszinierend. Wie ihr seht, er genießt jetzt hier seine Auszeit auf dem Balkon und das bei diesem traumhaften Bergpanorama. Ah, ein bisschen hell, man sieht kaum was. Der ist auf jeden Fall echt ganz schön geschafft. Und genießt die Aussicht. Als wir gestern hier morgens waren, da war er noch deutlich aufgeregter und wuseliger, aber wir waren ja auch gestern von da hinten hier den Berg hoch bis nach zu diesem höchsten Punkt, den man da drüben sieht. Fressen. An Kröten lecken macht Hai. Conan. Ey. Ey. Nein. So, es ist Abreisetag. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Als ob der Ort sagt, so, jetzt ist mal gut hier, ne? Kann es wieder gehen oder auch das Gegenteil, man kann eigentlich gar nichts sehen. Man kann so auch eigentlich nicht wirklich Auto fahren. Aber wir sind hier ja auf, weiß ich nicht, so ein paar tausend Meter irgendwie. Ich denke mal, wir sind hier mitten in der Wolke. Das wird schon besser werden, wenn wir mit der Gondel nach unten gefahren sind. Nur sehen wir leider dann dieses Mal ja von der Runterfahrt mit der Gondel auch wieder nichts. Wir haben ja schon beim Hochfahren nichts gesehen, weil es schon dunkel war. Und jetzt sehen wir auch nichts, wenn wir wieder zurückfahren. So ein Pech. Den Hund machen wir mal bei dem Wetter lieber nicht von der Leine. Wenn er 20 Meter weiterläuft, sieht man ihn ja nicht mehr. Und dann kann es kaum noch erwarten, mit unserem kleinen Elektro-Shuttle zurück zur Gondel zu fahren. Wir sind wieder in Berlin. Conan muss ja erstmal die Nachrichten checken, die in der letzten Woche so hinterlassen worden sind auf unseren üblichen Gassi-Runden. Damit wird er bestimmt noch die nächsten Tage beschäftigt sein. Ist immer ganz aufgeregt. Rennt hier von Baum zu Zaun, zu Pfosten, zu Rollern. Alles muss beschnüffelt und vor allem natürlich markiert werden. Wir hatten auf jeden Fall einen ganz tollen Urlaub. Gut, klar, 12 Stunden Fahrt hin, 12 Stunden Fahrt zurück und ja, ungefähr alle 2 Stunden mal eine Pause, dass er auch mal raus konnte. Also wir natürlich auch mal was trinken, mal was essen, mal ein bisschen die Beine vertreten. Das muss natürlich sein. Aber jetzt sind wir erstmal wieder glücklich zu Hause angekommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier. Bis dann. Ciao, ciao.